Alle im Baum gespeicherten Werte sollen aufsteigend sortiert in Sequenz L gesammelt werden. Rekursiv wäre das ganz einfach. Erst wird die Sammelmethode rekursiv für den linken Teilbaum des Knotens aufgerufen, dann wird der Wert des Knotens selbst ausgegeben, am Ende wird die Methode rekursiv für den rechten Teilbaum aufgerufen und fertig. Aber zum Beispiel das Design Pattern Iterator verlangt iterativen Durchlauf. Dafür legen wir einen Stack S an. Jedes Element besteht aus einem Verweis auf einen Baumknoten und einer Zahl 0, 1 oder 2, deren Bedeutung später klar wird. Die Baumknoten sind in den folgenden Bildern durch ihre gespeicherten Werte dargestellt. Zuerst wird die Wurzel auf den Stack gepusht. In diesem und allen folgenden Bildern verweist LM auf den Baumknoten im obersten Stack-Element. LM' verweist auf den nächsten zu pushenden Knoten, in diesem Fall der Knoten mit dem Wert 25. Immer zuerst nach links. Darauf verweist dann sofort wieder LM. LM' ist beim Hinabsteigen also in gewisser Weise immer der Vorreiter von LM. Und noch einen Schritt weiter nach links? Weiter nach links geht es nicht. Daher ist der aktuelle Knoten der linkeste überhaupt im ganzen Baum. Sein Wert 7 ist natürlich der kleinste im Baum und daher der erste, der in L zu schreiben ist. Jetzt hat sich zum ersten Mal der ominöse Wert im Stack bei einem Knoten von 0 auf 1 geändert. Damit wird angezeigt, dass der linke Teilbaum des aktuellen Knotens vollständig abgearbeitet ist, was in diesem Fall trivialerweise so ist, weil der linke Teilbaum eben leer ist. Es geht vom aktuellen Knoten aus auch nicht nach rechts weiter hinunter. Daher wird der Wert im Stack für den aktuellen Knoten sogar auf 2 gesetzt. Dieser Wert heißt Seen Children, also Anzahl gesehener Kinder oder Anzahl gesehener Teilbäume, und genau das zeigt dieser Wert bisher ja auch an. Außerdem wird der aktuelle Knoten vom Stack gepoppt, das heißt, LM geht einen Schritt im Baum hoch. Genau für diesen Moment ist der Stack überhaupt da. Im Baum muss es keine Rückwärtsverweise geben, sondern das vorhergehende Stack-Element enthält den Verweis auf den Vorgängerknoten. Beim Rückwärtsgehen wird die Anzahl gesehener Kinder für den neuen aktuellen Knoten immer um 1 erhöht, also entweder von 0 auf 1 oder von 1 auf 2, sodass die Zahl der gesehenen Kinder immer stimmt. Wenn von 0 auf 1, dann kam der Rückwärtsschritt natürlich von links und wenn von 1 auf 2, von rechts. In diesem Fall kam der Rückwärtsschritt von links, also ist jetzt der Wert 11 nach L zu schreiben. Da der rechte Teilbaum leer ist, wird der Wert gleich von 1 auf 2 erhöht. Und LM geht noch einen Schritt rückwärts, wieder durch eine Pop-Operation auf dem Stack. Wieder von links, also wird die Anzahl gesehener Kinder wieder von 0 auf 1 gesetzt und die 25 nach L geschrieben. Aber diesmal gibt es einen nicht leeren rechten Teilbaum. Wie immer zuerst nach links und Ende. Die 28 wird nach L geschrieben. Beide Teilbäume leer, also beide Teilbäume trivialerweise gesehen. Dies ist ein guter Moment, um sich die Variante anzusehen. Die Anzahl gesehener Kinder der Stack-Elemente bilden einen String über dem Alphabet 012, in diesem Bild den String 0102. Zurück von links, also die 31 nach L. Der String ist jetzt 011. Dieser String ist lexikografisch größer als der String im letzten Bild 0102. Das ist in jeder einzelnen Iteration des Durchlaufs der Fall. Dass das bei einem Rückwärtsschritt so ist, haben wir jetzt gerade eben gesehen. Bei einem Vorwärtsschritt ist der neue String einfach deshalb lexikografisch größer als der alte, weil der alte ein Präfix des neuen ist. Wieder Ende, also die 39 nach L. Beide leeren Kinder trivialerweise gesehen. Zurück von rechts, also beide Kinder gesehen. Wieder zurück von rechts, also beide Kinder gesehen. Jetzt zurück von links. Die Anzahl gesehener Kinder steigt von 0 auf 1 und die 43 wird nach L geschrieben. Ein Kind gesehen, es geht also nach rechts hinab. Und nach links weiter. Der linke Teilbaum ist leer, also ist die Anzahl gesehener Kinder 1 und die 54 wird nach L geschrieben. Und es geht nach rechts weiter. Linker Teilbaum leer, die 66 wird also nach L geschrieben. Auch rechter Teilbaum leer, die Anzahl gesehener Kinder ist 2. Also zurück von rechts. Zurück von links, also die 69 nach L. Und nach rechts. Und nach links. Linker Teilbaum leer, also die 71 nach L. Auch rechter Teilbaum leer, also beide gesehen. Zurück von links, die 76 daher nach L. Weiter nach rechts, die 99 nach L. Leere Teilbäume, zurück von rechts, zurück von rechts. Jetzt geht es noch weiter zurück, der Stack wird leer und das ist die Abbruchbedingung für die Durchlaufschleife. Alle im Baum gespeicherten Werte sind in L aufsteigend sortiert.
Vor und nach jeder Iteration enthält die Sequenz L ein Präfix der aufsteigend sortierten Werte im Baum. Der Stack S enthält den Pfad von der Wurzel zum aktuellen Knoten bzw. ist am Ende leer. Die Anzahl gesehener Kinder ist größer gleich 1 genau dann, wenn alle Werte im linken Teilbaum des aktuellen Knotens schon in L sind. In diesem Fall ist auch der Wert des aktuellen Knotens in L. Die Anzahl gesehener Kinder ist 2 genau dann, wenn zusätzlich auch alle Werte im rechten Teilbaum in L sind. Diese Invariante garantiert, dass ganz am Ende, wenn die Anzahl gesehener Kinder der Wurzel 2 ist, tatsächlich alle Werte im Baum aufsteigend in L enthalten sind. Um die Invariante ganz am Anfang zu erfüllen, muss die Sequenz L leer sein und die Wurzel wird in den ebenfalls vorher leeren Stack gepackt mit Anzahl gesehener Kinder gleich 0. Die Invariante für L wird während des Algorithmus dadurch fortgeführt, dass der Wert eines Knotens immer genau in dem Moment in L eingefügt wird, in dem die Anzahl der gesehenen Kinder von 0 auf 1 gesetzt wird. Das heißt, in dem Moment, wenn alle Werte im linken Teilbaum gesehen worden sind, aber natürlich noch kein Wert im rechten Teilbaum, der erst danach in den rechten Teilbaum abgestiegen wird. Die Invariante für den Stack S wird dadurch fortgeführt, dass beim Absteigen immer der neue aktuelle Knoten auf S gepusht wird und beim Hochsteigen der bisherige aktuelle Knoten von S entfernt wird. Die Anzahl gesehener Kinder in den Elementen von S bilden einen String über dem Alphabet mit den Zeichen 0, 1 und 2. In jeder Iteration ändert sich dieser String strikt lexikografisch steigend. Aus der Variante folgt, dass der Algorithmus nicht zykelt. Das heißt, zu jedem Knoten wird nur ein einziges Mal abgestiegen. Jeder Knoten wird daher höchstens 3-mal berührt. Einmal beim Hinabsteigen und 2-mal bei der Rückkehr von seinen Teilbäumen. Das kostet jedes Mal konstanten Aufwand. Insgesamt ergibt sich linearer Aufwand.